Und somit herzlich willkommen hier nach der letzten Lucky Loot-Folge. Haben wir uns ein bisschen modifiziert, aufgeräumt und umgerollt, ganz wichtig, ne? Was haben wir getan? Wir haben jetzt hier gar nichts gemacht. Hier ist Flächenschaden drauf, Always, zwei Mainstats, ist in Ordnung. Wir könnten hier Vitalität noch umrollen, lassen wir aber erstmal drauf, ne? So, hier haben wir Wirbelwind draufgerollt, hier haben wir nichts gemacht. Hier haben wir in dem Fall physischen Schaden draufgerollt. Hier haben wir jeweils einen Sockel draufgerollt. Bei den Waffen haben wir jeweils ebenfalls einen Sockel draufgerollt, ne, damit wir hier einfach den grünen Stein reinhauen können. So, und ansonsten haben wir hier Vitalität, das haben wir gelassen, ne, und so haben wir jetzt nichts weiter geändert. Was wir noch machen müssen, fällt mir gerade ein, ist hier einmal ein Steinchen reinsetzen. So, was nehmen wir denn da Hübsches? Ich würde ja tatsächlich nehmen, lass mal eben gucken, Duft hat unser Begleiter, Einheit brauchen wir nicht, Johanns Essenz. Gegner heranzuziehen, Schadensreduktion 55%, okay. Unser Begleiter hatte das mit Polon, glaube ich, genau, okay. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier reinhauen. Ist tricky. Obsidianring des Tierkreises haben wir. Wir können das hier reinnehmen. Gegner, die ihr tötet, haben eine zusätzliche Chance von 4% eine Heilkugel fallen zu lassen. Ist ganz geil, mehr Heilkugeln, ne, bringt... Oder warte mal, können wir hier mal eben schauen. Wir haben jetzt hier, warte. Euer Elementarschadensboden entsprechen eurem höchsten statischen, was ist denn da? 18%? Achso, dann haben alle einfach 18%. Okay, ich sehe schon, okay. Haben einfach alle 18%, bringt uns jetzt hier nichts, weil wir sind hier eigentlich komplett gut. Unsere, ja, die Uhr an könnten wir jetzt hier noch, komm, wir probieren es mal. Vom Damage her könnte das was bringen, aber... Lass mal, let's try. So, und dann gehen wir jetzt mal hier in die 50 haben wir gerade gemacht. Und ich habe ja gesagt, bis 52, dann wird aber Schluss sein. Wir probieren es aber mal mit der 52 und schauen mal, ob wir jetzt hier wirklich ein bisschen einfacher durchkommen. Denn danach werden wir, oh, das sieht nice aus, oh ja. Danach werden wir auf jeden Fall nämlich einen anderen Build-Test, meine Hübschen. So, aber vorher machen wir noch einen kleinen Guide zu dem Wirbelwind in Kombination mit dem IK-Set. Denn das IK-Set ist das Set, was es hier auch, ja, von Hedrix geschenkt gibt. Das heißt, 99% der Spieler werden hiermit dann einfach einsteigen bei Diablo in der Season 32. Da macht es natürlich Sinn, dass ihr gewappnet seid und wisst, okay, was funktioniert. Aber guckt euch das an. Es ist auf jeden Fall ein fettes Upgrade hier passiert, ne? Der Damage ist einfach enorm. Zähigkeit sind wir bei knapp 40 Millionen. Gebufft natürlich, also ist aber wirklich schön. Funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Gefällt mir, I like. So, das nehmen wir einmal mit. Mal hier nächste Elite-Pack. Keine Chance, Alter, keine Chance. Wir ziehen da so durch. Mann, ist das nice. Hier nächste Elite-Pack. Zack, ist einfach zu geil. Zu wild und zu geil. Unsere Uhren, die massakrieren natürlich auch richtig hart hier. Also die machen keine Feinde, keine Freunde. Und auch keine Gefangenen vor allem. So, nächstes Pack. Zack, gib mir die Bubbles. Weiter rein da. Pylon, zack, rein da. Es ist einfach... Ja, easy peasy, Leute, easy peasy. Ne, wir sehen es hier, das ist sehr, sehr angenehm. Wir brauchen uns nicht großartig konzentrieren. Wir brauchen jetzt hier nicht drauf achten, wann wir was procken. Brauchen nicht auf die Cooldowns achten. Wir haben einfach immer alles ready. Da ist jetzt der Guardian. Auch der wird hier sehr, sehr schnell Gemüse sein. Und so haben wir das ganze Grift jetzt hier in... Sie haben gebraucht 1,44. Unter... 2 Minuten? Ach, unter 2 Minuten, wenn ich es richtig sehe, oder? Ja, wird ein kurzes Video. Sorry. Aber gut. Da haben wir schon das nächste Zeug für unsere Lucky Loot-Folge. Ja, Mai. Guck mal einer an. So. Dann haben wir das. Komm, wir nehmen noch einen Griff direkt hinterher. Das schmeißen wir einmal rein. Packen wir. Warte mal, das müssen wir einmal umdisponieren hier. Also du kommst da rein. Dann haben wir hier die Seite für das Zeug. So, und dann kommt das hier rein. Dann machen wir einmal zu und dann gehen wir noch ein. Komm, ey, 4 Minuten Video ist ja langweilig. 55. So, weiter geht's. So, Bersi rein. Ab geht die Luzi. Hoffen, dass wir wieder ein bisschen Glück haben hier, was die Elite-Packs angeht. Das war ja gerade wieder sehr, sehr charmant. Sehr zum Wohle des Players. So, guck mal hier. Pack.
Hauen wir den einmal, Shambo Mambo, Shambo Number 5, einmal auf den Sack gehauen. Wir müssen übrigens noch Bounty Act 1 farmen, damit wir den Ring kriegen, den Punktring. War das der Punktring? Ja, ne? Dass wir ein Z-Teil weniger tragen müssen. Dann können wir nämlich eine geile Kombi machen zwischen IK und Wirbelwind-Set. Würde ich mir wünschen. Wäre ganz nice. Aber guckt euch das an, ne? Easy. Ganz charmant. Ganz entspannt. Power-Run, Level, fliegen hier einfach nur so rein. Also auch hier haben wir keine wirklichen Probleme. So, guck mal. Ich will jetzt nicht in der Suppe stehen bleiben, ne? Weil unsere Zähigkeit ist natürlich jetzt nicht massiv mitgewachsen. Aber der Schaden hat sich exponentiell hier gesteigert. So, der ist down. Nehmen wir den noch mit. Einmal die Bubbles holen. Das sieht doch sehr angenehm aus, oder? Meint ihr? So, wunderbar. Moin Haru! Ja, moin, moin! Willkommen, willkommen! So, einmal zurück. Und auch hier werden wir wieder eine schöne Zeit erwirtschaften. So, Guardiola ist da. Persi hinterher nochmal geschmissen und los geht's. Dann. Meine Hübschen, dann. So, wir pushen den Stein mit. Wunderbar. Und da haben wir doch. Oh, Geisterstunde sehe ich gerade. Mit meinem Side-Eye. Lurex Krone haben wir. Nice. Jut. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge.